So, ich begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück bei Let's Play FIFA 12 mit dem FC Bayern München. Wir haben in der letzten Folge noch die Tabellensituation geklärt. Wir sind nun punktgleich mit Borussia Dortmund und stehen jetzt vor der Partie gegen Young Boys Bern. Ein Champions League Spiel. Das letzte haben wir 1-0 gewonnen. Ganz knapp. Sponsor ist Bauhaus. Da war ich gestern noch. Die haben so ein cooles Drive-In hier bei uns. Sieht echt klasse aus. Fährt man mit dem Auto einfach durch den Baumarkt. So, was haben wir denn hier mit der Aufstellung, damit die wirklich alle gar auch mal spielen? Alle gar. Ich sollte nicht so viel saarländisch reden. Oder, na gut, das macht ja meinen Stil auch irgendwie aus. Werde ich Alexandre Pato erstmal hier rausholen und natürlich Robben rein. Ich verstehe gar nicht, warum ich den noch draußen habe. Das muss ich mal ändern. Robben kommt für Muniain. Geht an der Stelle auf den Platz von Müller, genau, Müller kann ja auch dort spielen. Ich will jetzt mal Robben unbedingt mal im Sturm haben, eine Tour. Und ansonsten wäre die Aufstellung so eigentlich gut. Werden wir Rafinha mal noch spielen lassen und Boateng. Es müssen ja auch mal andere spielen, es kann ja nicht, also es können ja auch mal Auswechselspieler spielen. So bekommt jeder mal die Spielpraxis, es ist ja wohl erlaubt. Wir sind ja in der Champions League schon ziemlich weit fortgeschritten, haben bis jetzt gut gespielt eigentlich, bis auf die Partie gegen die Young Boys aus Bern. Stehen gut in der Tabelle, da können wir auch mal ein paar Ersatzspieler zumindest mal oder Ergänzungsspieler spielen lassen. Ich denke, das wird kein Problem sein. Jetzt Toni Kroos einmal draufziehen, ist das Ding drin, Manuel Neuer ohne Chance. Und wir starten direkt in die Partie. Stellen wir etwas offensiver, außerdem auf hohen Druck. Und schauen wir mal, was wir so gegen die Young Boys reißen können. Oh, 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 es wäre ein Foul gewesen. Sie kommen ja schon gleich energischer vor, habe ich das Gefühl. Aber Hummels haut das Ding erstmal hinten raus. Oder zumindest mal befördert er es zumindest mal raus. Jetzt haben wir Lucas Piazon auf Robben. Bisschen zu viel getrickst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich sollte vielleicht nicht immer so viel tricksen. Manchmal bringt es wirklich was, aber jetzt in dem Fall war es nichts. Mayuka auch nicht. Und auch nicht vorbei. Im Endeffekt hat auch zu viel getrickst. Das kann sogar die CBU tricksen, ja. Jetzt, oh, langer Ball auf Arjen Robben. Arjen Robben, bist du schnell genug? Ja, er hat sich den Ball erobert. Arjen Robben, oh, was haut dir das Ding da drüber? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Der beste Linksfuß, den ich kenne, der normalerweise jeden Ball vorm Tor eiskalt verwandelt, zieht ihn diesmal nicht rein. Es war aber eine gute Chance. Darauf lässt sich bauen. Darauf jetzt nicht. Das war nämlich ein Fehlpass. Oh, da liegt jemand am Boden. Gehe ich mal davon aus, dass er verletzt ist, aber das ist mir egal, weil es nicht meiner ist. Ausnahmsweise mal. Oh, super Ball auf Piazon. Ah, jetzt verliert er ihn aber leider. Normalerweise ist er ziemlich stark am Ball, kann sich gut durchsetzen, das sehen wir wahrscheinlich auch noch in mehreren Partien von ihm. Er ist gut, hat eine gute Stärke, er wird hoffentlich auch noch besser, ich gehe mal davon aus, wenn ich ein bisschen spielen lasse, wird er auch noch besser. Deswegen gibt es ja solche Spiele, in denen ich ihn auch mal spielen lassen kann als Ergänzungsspieler. Er soll ja besser werden, so bringt er mir was, so bringt er uns was. Gut, Eckball für den Gegner. Das müssten wir eigentlich klären können. Wir haben richtig gute Innenverteidiger, die eigentlich groß genug sind, um die Bälle auch abzufangen und stark genug, um die Gegner abzufangen. Aber anscheinend wollen sie das nicht so praktizieren. Das sehen wir jetzt nochmal. Ja, hier kommt der Gegner wieder an den Ball. Das dürfte eigentlich bei solch großen Verteidigern auf meiner Seite nicht der Fall sein, dass der Verteidiger an den Ball, dass der Gegner an den Ball kommt. Oh, 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 was wird das? Was wird... Robben! Ach, Mist, das da war knapp. Schade, Wölfli im Tor. Geiler Name. Also, klingt schon österreichisch. Österreichisch oder schweizerisch. Also, das Wölfli klingt eher sogar. Nee, ich weiß nicht. Österreich und Schweiz ist zwar nicht dasselbe. Oh, 1-0 hinten. Nein. Ist natürlich nicht dasselbe, aber ich kann da jetzt keinen so Unterschied finden, was da jetzt spezielle Namen für Österreich oder die Schweiz sind. Also ich weiß nicht, welches Land spezifische Namen für sich beansprucht oder die Art, wie sie
geschrieben werden. Keine Ahnung. Wölfli klingt auf jeden Fall nicht deutsch, sondern eher etwas dialektorientiert. Und jetzt einrobben. Einrobben. Oh, schon wieder so weit. Das gibt's doch nicht. Da drücke ich einfach zu fest auf den B-Knopf. Ein zu fest angesetzter Schuss. Aber das gibt's auch mal. Wieder Wölfli im Tor. Sutta. Sutta. Die Nummer 7. Auch ein schöner Name. Oh, das müsste ein Foul gewesen sein. Und schon wieder sind die Young Boys auf dem Weg zum Tor. Schon wieder auf dem Weg zum... Oh, diesmal sind sie aber geblockt worden. War das jetzt eigentlich nicht unser erstes Gegentor? Oder haben wir schon mal eins kassiert? Also in der Champions League. Oh, schade, schade, schade. Wir kommen hier wirklich nicht durch, habe ich das Gefühl. Wir müssen aber jetzt hinten sicherer stehen. Sicherer stehen. Ah, oh, gut so. Jetzt setzen wir etwa wieder auf ausgeglichen. Vielleicht können wir so hinten mehr Sicherheit gewinnen. Piazon, langer Ball auf einen Robben. Ein Robben. Schuss mit rechts, aber er ist Linksfuß bekannterweise. Deswegen war das jetzt nicht so gut am Schluss. Flanke in die Mitte steht Mats Hummels, kommt nicht dran. Oh, da haut er sehr spektakulär den Ball raus. Was gibt's jetzt? Einwurf für uns. Ich habe gedacht, das wäre jetzt auf einmal noch ein Einwurf für die Gegner, weil er den Ball noch getroffen hat. Aber was macht er denn da? Mach doch einen kurzen Einwurf. Da hat Toni Kroos gestanden. Müller, Robben, aber da steht niemand. Ah, Robben mit einem Foul. Etwas zu viel Körpereinsatz gezeigt. Da hat er den Gegner weggedrängt. Das kann auch mal passieren. Oh, jetzt aber Müller. Da war er zu schnell. Da war er einfach zu schnell für den Ball. Ja, wo es ist? Ah, da. Gut. Ein Robben. Lukas Piazon. Oh, da wird er aber ziemlich stark bedrängt. Also ein bisschen sanfter dürfte man da schon mal rangehen. Das könnte man auch mal dem Schiedsrichter sagen, dass es vielleicht ein bisschen harsch war. Harsch, nicht Arsch, okay? Ja, nicht, falls das jemand falsch versteht. Lukas Piazon zieht vorbei, habe ich das Gefühl. Ja, er zieht vorbei in der Mitte. Oh, er kommt nicht ganz hin mit der Flanke. Schade, schade, schade. Hätte eine gute Chance werden können. In der Mitte Arjen Robben. Schweinsteiger. Müller. Hugo Malo. Ansonsten, was haben wir noch? So, musste kurz eine Pause einlegen, aber von der habt ihr ja eigentlich nichts mitbekommen. Jetzt sehen wir, es gibt einen Freistoß für uns. Keine Ahnung mehr warum. Ich war jetzt mal kurz 10 Minuten weg. Hab gerade mal gesehen, wie ein Hund Hai aussieht, weil hier ein Hund von mir gerade operiert wurde. Und jetzt ist er gerade mal Hai, so zwischendurch. Ist ja mal was Cooles. Ein Hund zu sehen, wie er high ist. Also so wirklich. Benebelt. Und hoffe natürlich jetzt, dass ich nicht noch ein Gegentor kassiere. Ich habe jetzt gedacht, das könnte ein leichtes Spiel werden, wenn ich jetzt hier die Gegner mit einer schwächeren Auswahl besiegen will. Aber irgendwie scheint das hier nicht so der Fall zu sein. Wir liegen jetzt 2:0 hinten. Das ist das zweite Gegentor jetzt schon. Das ist nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ja, was war das für ein schlechter Ball, bitteschön. Der war viel zu weit nach außen. Dann passt doch zu Toni Kroos. Der steht doch da. Toni Kroos kann es auch mit links, aber im Tor Wölfli kann den Ball gut sichern. Hoffen wir mal, dass wir jetzt noch ein Tor schießen. Da, nein, was soll das? Warum pfeifst du ab, Junge? Nein, das wäre doch ein Tor gewesen. Das war noch eine super Torchance für uns. Na gut, dann müssen wir auf die zweite Halbzeit jetzt hoffen. Jetzt müssen wir wirklich etwas offensiver stellen. Jetzt Hugo Malo über die Außen. Schöner Pass von Thomas Müller. In der Mitte Lukas, nein, Arjen Robben. Lukas Piazon kommt erst hinten. Schade, das war dann am Schluss dann doch keine Chance für uns. Jetzt, nein, ein feiner Pass auf Majuka, aber Boateng hat aufgepasst. Hugo Malo jetzt wieder über die Rechtsaußen. Dortmund führt 2:1 gegen Rubin Kazan. Auch gut für die deutschen Teams.
Nuzolu über links außen. Schweinsteiger, komm, hol dir das Ding. Oder zumindest mal wehr dich ein wenig. Wehr dich doch ein wenig. Was ist denn los mit meinen Spielern? Das gibt's doch nicht. Nein, daneben. Oh, Manuel Neuer, einziger souveräner Mann hier auf dem Platz. Jetzt schöner Ball. Ach, der geht auch nicht durch. Ich glaub's nicht. Der wäre so schön gekommen, der Ball. Jetzt aber. Shaqiri auf. Och, Lukas Piazza. Und was war das bitte für ein Ball? Jetzt müssen wir mal einen Wechsel anvisieren. Das kann so nicht weitergehen. Dazu werden wir Alexandra Pato aufs Spielfeld geleiten. Und zum Thomas Müller werden wir wieder in den Sturm setzen. Ansonsten lassen wir den Rest so. Lahm hat sich durchgesetzt, jetzt Shaqiri. In der Mitte Lukas Piazon. Das war doch schon wieder so ein schlechter Ball. Ben Khalifa. Sollte das erste Champions League Spiel werden, welches wir verlieren, oder indem wir mal wieder keine 3 Punkte einsammeln sollten, so wie bei dem 0:0 gegen Paris Saint-Germain, wäre nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Alexandre Pato, oh, da wird er aber richtig gelegt, das müsste die gelbe Karte geben, ja, gibt es auch eine gute Freistoßposition für uns, muss ich sagen, hoffe ich mal, dass ich es jetzt mal besser hinbekomme, nein, natürlich nicht. Die Freistöße, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe schon viele verwandelt, jetzt mittlerweile bei FIFA 12, aber irgendwie will es gerade nicht klappen. Es will einfach nicht funktionieren, ich verstehe das nicht. Thomas Müller. Arjen Robben. Ah, schöner Schuss, aber genau auf den Torwart. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Normalerweise sollten die Dinger in die Ecke gehen. Aber anscheinend wollte er das nicht. Jetzt Bastian Schweinsteiger. Ah, oh, Shaqiri läuft ihm dazwischen. Ich glaub's nicht. Da behindern sich die eigenen Mannschaftsspieler. Hugo Mallow, Schweinsteiger, Pato. Das regt mich jetzt gerade auf, wenn sowas passiert. Robben. Ah, oh, schade. Ein Gewaltschuss wäre das geworden. Da muss doch mal einer von diesen Bällen auch mal im Tor landen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah je, Hugo Mallow, Arjen Robben. Komm schon. Zieh, Junge. Alexandre Pato, Thomas Müller, Robben. Oh, da wird er gelegt. Also wenn man schon so einsteigt, es sollte ein kleines schon fürs Einsteigen eine gelbe Karte geben. Nur weil er einen Ball getroffen hat bei so einem harten Tackling, ich verstehe das nicht. Sowas wird ja auch in echt manchmal bestraft, wenn jemand schon so reingeht. Komm schon, Arjen. Schöner Ball auf Thomas Müller. Thomas Müller, das gibt's doch nicht. Schon wieder eine vergebene Torchance. Shaqiri. Schweinsteiger. Oh, Hammerschuss. Aber leider auch nicht mit einem Erfolg gekrönt. Oh, da fragt mich gerade jemand etwas. Boah, was für ein Schuss, Mann. Warum geht der nicht rein? Komm, Arjen Robben. Jetzt bringen wir ein gutes Ding in die Mitte. Aber da steht doch Wölfli. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Da könnte ich gerade anfangen zu weinen bei sowas. Mann. Nein, natürlich nicht. Jetzt Suta. Das müsste die rote Karte geben. Ich wollte eigentlich den Ball treffen, aber das war ja dann doch nicht der Fall. Mist. Es sollte Ballspiel werden. Da war ich wohl einen Tick zu spät dran. Der wäre ja auch so oder so nicht reingegangen, der Ball. Jetzt hat er dafür wieder die Freistoßchance. Aber die versemmelt er. Warum haut er das Ding raus? Geh doch ganz normal hin, da hätte ich passen können. Ich konnte jetzt nichts dafür, dass der den automatisch rausgeschlagen hat. Das war wohl der Gefahrensituation-Erkenner. Robben. Ah, wieder ein Fehlpass. Und wieder nicht die Grätsche getroffen. Das gibt's doch nicht. Normalerweise bin ich bei Grätschen ziemlich souverän. Normalerweise. Aber anscheinend in diesem Part nicht. Da haben wir im letzten Part so überzeugend gewonnen mit einem 4:1 gegen Hamburg. Und jetzt gegen die Young Boys aus Bern. Mit einer 2:0 Niederlage eventuell. Mit einem 2:0 Rückstand auf jeden Fall mal. Schauen wir mal, ob wir noch was draus machen können. Ob wir noch ein Tor schießen können. Wäre sehr wünschenswert. Erstmal Alexandre Pato. Ah, Mann.
Also bald beginnt wieder die Phase, in der ich mich aufregen könnte. Ihr kennt das ja noch aus früheren Folgen, wie aus Folge Nummer 12, in der ich mich so dermaßen aufgeregt habe, dass ich fast meinen Tisch kaputt geschlagen hätte. Bis jetzt musste ich ja nicht mehr in Rage kommen, aber wenn man schon gegen die Young Boys aus Bern 2-0 hinten liegt oder eventuell auch verliert mit diesem Rückstand, dann könnte man sich schon mal aufregen. Und dann noch solche leichtsinnigen Ballverluste, obwohl ich ihn eigentlich hätte aussteigen lassen wollen. Schon wieder ein leichtsinniger Ballverlust. Das, was ich eigentlich anwenden wollte, diese Precision Dribbling und dann volle Kanne raussprinten, funktioniert irgendwie im Moment nicht. Keine Antwort, keinen blassen Schimmer, warum es nicht funktioniert. Und auch das war jetzt ziemlich gefährlich. Boah, wie springt der Neuer denn dahin? Da kann er sich ja das Genick brechen natürlich. Komm einfach raus damit. Was pfeift denn jetzt? Das war doch kein Freistoß. Alexandra Pato ist auch nicht mehr so ganz fit. Also wir müssen vielleicht noch ein paar Spieler erwerben in der Winterpause. Da dort wohl etwas Bedarf besteht. Weil einfach ziemlich viele Platz sind jetzt schon. Jetzt Thomas Müller. Thomas Müller! Oh Mann! Wenigstens ein Ehrentor hätte man mir gewähren können, aber anscheinend soll das nicht der Fall sein. So gehen wir hier in die 90. Minute mit einem 0:2 Rückstand und der Schiedsrichter wird wohl auch gleich abpfeifen. Das heißt, keine Chance mehr für uns, auch kein Treffer mehr für uns anscheinend. Nein, denn jetzt müsste der Schiedsrichter abpfeifen oder gibt es erstmal noch einen Wechsel? Nein, auch nicht. Aber es ist eng. Es wird wohl kein Tor mehr für uns fallen. Alexandre Pato. Pato. Och, das da war doch ein super Schuss. Aber es sollte heute einfach nicht sein. So, mit einer 2:0 Niederlage. Schade. Schade, wirklich schade. Neuer im Tor war der Beste von uns. Gehen wir einfach mal weiter. Simulieren bis zum nächsten Spieltag. Ah, Spieler gesperrt. Ein Spielsperre. Okay, das ist dann noch richtig gut. Das können wir uns glücklich schätzen. Gehen wir mal in die Nachwuchsabteilung, schauen uns kurz die Jugendmannschaft an. Agostinho Rios ist immer noch ein gutes Talent, aber immer noch keine 16. Wer ist denn 16? Der sieht ganz gut aus. Der nicht so. Der auch nicht. Doch, der doch schon eher. Aber ansonsten niemand. Und dann gehen wir noch schnell den Pressetermin holen, loben unsere Mannschaft natürlich. Gehen auf weiter bis zur nächsten Partie gegen den VfL Wolfsburg und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann eben gegen diesen VfL Wolfsburg speichere ich jetzt nun ab. 4. November, ihr seht, wann ich das letzte Mal mit Düsseldorf gespielt habe, am 26. Oktober, wenn ich es richtig gelesen habe. Gut, dann war das jetzt das Let's Play an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Alex. Ciao.